Meine Damen und Herren, ich rufe auf Tagesordnungspunkt 3, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion DIE LINKE für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches, HKJGB, Drucksache 19 aus 19. Vereinbarte Redezeit ist 7:30 Minuten. Als Erstes hat sich zur Einbringung Frau Schott von der LINKEN gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach so viel Qualm im Raum jetzt wieder zu ganz konkreter Arbeit zu kommen, ist ein bisschen schwierig, aber ich will es versuchen. In den hessischen Augenblick nach eben, Frau Schott. Es ist gerade etwas unruhig im Raum. Ich bitte, zuzuhören. Danke, Herr Präsident. In den hessischen Kommunen wird die Grundsteuer kräftig angehoben. Sie trägt inzwischen schon bis zu 800 Prozentpunkte. Die Straßen- und Anliegerbeiträge werden erhöht, Trinkwasser, Müll, Abwasser wird teurer, Hundesteuer steigen und nicht zu vergessen die allgemeinen Verwaltungsgebühren, die erhoben werden. Dies sind nur die kommunalen Belastungen. Von der Erhöhung für Familien, für Krankenversicherungsbeiträge und vieles mehr will ich hier heute gar nicht sprechen. Die Kommunenstudie von Ernst & Young 2015 ergab, dass 83% der Kommunen in Hessen im letzten oder in diesem Jahr ihre Steuern und Gebühren erhöht haben oder erhöhen werden. Dies waren insbesondere die Grundsteuer und die Gebühren für Kitas und Ganztagsschulbetreuung. In 39% der Kommunen im Vorjahr haben die Erhöhung bereits 23% vorgenommen. Gleichzeitig plant fast die Hälfte der Kommunen in Hessen 2015-16 ihre Leistungen zu reduzieren, und das insbesondere im Bereich der Jugend- und Seniorenarbeit. Eltern haben all diese Erhöhungen und Einschränkungen ebenso zu tragen wie alle anderen Menschen, aber sie haben zusätzlich eben mit der massiven Erhöhung der Gebühren der Kitas zu kämpfen. Das sind 30% von einem aufs andere Jahr. Keine Übertreibung, 130% bis 2030 sind nicht nur eine Drohung, leider. Dies führt in vielen Familien dazu, dass mit dem Rotstift gerechnet wird. Rentiert es sich noch, arbeiten zu gehen, und das dann meistens für die Mutter? Lohnt es sich, oder ist es wirtschaftlich nicht mehr tragbar? Können wir die Kinder noch in die Betreuung geben, oder ist es vielleicht doch einfacher oder besser, die Oma oder den Opa zu fragen? Reduzieren wir die Stunden oder melden wir vom Mittagessen ab? Solche Erwägungen werden dann angeführt, auch bei Familien, die die Betreuung für pädagogisch sinnvoll halten. Für viele ist es eben dann doch ein Luxus, wenn sie denn für zwei Kinder bis zu 1.000 € Kinderbetreuung bezahlen müssen. Ich spreche hier von einer mittleren Einkommensgruppe und nicht von den unteren Einkommen, denn da trägt es ja häufig dann die Kommune wieder. Der Integrationsmonitor hat festgestellt, dass Kinder ohne Migrationshintergrund heute seltener die Kindertagesbetreuung als 2009 nutzen. Und raten Sie einmal, was die Kommunen als Grund dafür sehen? Die sehr hohen Gebühren. Meine Damen und Herren, selbstverständlich unterstellen wir den Kommunen nicht, eine Politik auf dem Rücken der Eltern und Kinder zu machen. Dies unterstellen wir aber der Landesregierung, die für eine nicht auskömmliche Finanzierung der Kommunen verantwortlich ist. Seit 2011 wurden den Kommunen 433 Millionen € pro Jahr entzogen. Gleichzeitig wurden die Anforderungen und die Erwartungen an die Kommunen erhöht. Allein in der Kinderbetreuung ist der kommunale Aufwand enorm gestiegen. So positiv es auch ist, dass die frühkindliche Bildung in Deutschland ausgebaut wird und sich der Staat zunehmend dafür verantwortlich zeigt, so unverantwortlich ist es, den Kommunen diese Bürde aufzuerlegen. Denselben Kommunen, die chronisch unterfinanziert sind und für alles zuständig sind, was personalintensiv ist und Geld kostet. Diese Entwicklung, die sich gerade in den letzten Wochen zulasten der Eltern darstellt, hat uns dazu bewegt, nicht die Evaluation des KiföG abzuwarten, sondern zu einer besseren Finanzierung bereits jetzt tätig zu werden. Wir möchten, dass dieses Jahr beraten wird und damit in Vorbereitung auf das nächste Jahr die vollständige Freistellung der Eltern von den Beiträgen und die Vereinfachung der Pauschalen erreicht wird. Am KiföG gibt es selbstverständlich noch mehr zu ändern. Ob es die Finanzierung pro Kind ist oder die Fachkraft-Kind-Relation, die beschämend niedrig ist, aber in Realität meistens Gott sei Dank immer noch übertroffen wird, und vieles mehr. Auch die GRÜNEN wollten im Jahr 2013 das KiföG noch zurückziehen und einen Betreuungsgipfel einrichten. Es wurde bekanntlich nicht zurückgezogen,
und aus dem Gipfel wurde nicht einmal ein Gipfelchen, sondern ein runder Tisch, der zweimal getagt hat. Das war's. Wir verfolgen mit unserem Gesetzentwurf mehrere Ziele. Erstens. Eltern von Kindern, die eine Kindertagesbetreuung nutzen, sollen von den Beiträgen vollständig entlastet werden. Dafür werden ab 2017 die Beiträge vom Land übernommen. Zweitens. Kindertagesstätten, Träger und Kommunen sowie nicht zuletzt das Land sollen von der komplizierten Berechnung der Pauschalen entlastet werden. Bisher gibt es 28 verschiedene Pauschalen, künftig werden es nur noch zwei sein. Es ist ein Gesetz zu einer radikalen Verwaltungsvereinfachung. Alle, die nur jemals das Wort Entbürokratisierung in den Mund genommen haben, müssen diesem Gesetz zustimmen. Diese Entbürokratisierung sorgt auf allen Ebenen für mehr Ressourcen, die anderweitig genutzt werden können. Erzieherinnen und Kita-Leitungen müssen nicht mehr ausrechnen, wie sie ihr Personal einsetzen können. Träger können die Refinanzierung unproblematisch kalkulieren. Die Träger sparen das Geld für das Ausrechnen und Eintreiben der Elternbeiträge. Die Kommunen zahlen die Zuschüsse für private Einrichtungen unkomplizierter und berechnen die Kosten der eigenen Einrichtung mit geringerem Aufwand. Der Kreis und die kreisfreien Kommunen brauchen keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr und keine finanziellen Mittel, um die Kostenübernahme der Elternbeiträge für Familien mit niedrigem Einkommen zu organisieren. Hier werden Millionenbeiträge und Mitarbeiterkapazitäten frei, die in der Qualitätsentwicklung der frühkindlichen Bildung sinnvoll genutzt werden können. Und schließlich ist dieser Gesetzentwurf drittens ein Schritt in die vollständige Kostenübernahme der Kindertagesbetreuung durch das Land. Diese sollte schrittweise erfolgen, auch wenn die finanziellen Anstrengungen auch von uns nicht unterschätzt wird. Ein weiterer Effekt ist der Tatsache geschuldet, dass die Pauschale für Kinder mit Behinderungen in die allgemeine Pauschale eingerechnet wurde. Damit werden alle Einrichtungen in die Lage versetzt, Kinder mit Benachteiligungen aufzunehmen und die Kindertageseinrichtung inklusiv auszurichten. Im Gegensatz zu dem Gesetzentwurf der SPD ist unser Antrag allerdings wirklich ein Umsteuern und eine andere Politik. Dies wäre eine neue Herangehensweise, mit der Eltern und Kommunen gleichermaßen entlastet werden. Eltern mit mittleren und niedrigen Einkommen brauchen dies in erster Linie. Spitzenverdiener werden damit auch entlastet. Sie sollen ihren Beitrag bitte schön für das soziale Gemeinwesen über die Wiedereinführung der Vermögensteuer leisten. Wenn Steuern tatsächlich eingenommen werden, gerade beim Steuervollzug gibt es hier noch eine Menge Spielraum, auch in Hessen, könnten die gewählten Institutionen tatsächlich umsteuern, und die Belastung der mittleren und kleinen Einkommen hätte ein Ende. Die Haushaltsüberschüsse in Höhe von 700 Millionen € des letzten Jahres zeigen, dass dieses Gesetz auch kurzfristig finanzierbar wäre. Immerhin wurden bei den Kommunen seit 2011 jährlich 344 Millionen € eingespart. Wir freuen uns auf Ihre konstruktiven Vorschläge und die Anregungen und Positionen in der Anhörung dieses Gesetzes, um dies bei Bedarf auch weiter zu qualifizieren. Herzlichen Dank. Danke, Frau Schott. Für die CDU-Fraktion erteile ich Frau Wiesmann das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In unseren Kindern liegt nicht nur ihre eigene, sondern unser aller Zukunft. Und ihre Erziehung, Bildung und Betreuung sind uns aus beiden Gründen wichtig. Daher ist es gut, dass wir heute und morgen wahrscheinlich nochmals über die Rahmenbedingungen hierfür beraten. Aber das ist auch schon alles, was ich Ihrem Gesetzentwurf, liebe Frau Schott und liebe Kollegen von der LINKEN, zur Änderung des KiföG abgewinnen kann. Die CDU-Fraktion steht diesem Gesetzentwurf ablehnend gegenüber. Fünf Gründe dafür und ein Hinweis. Erstens. Sie wollen Geld ausgeben, das Hessen nicht hat. Es ist absurd, konkrete Verpflichtungen einzugehen, deren Gegenfinanzierung eine Luftbuchung ist. Ganz locker errechnen Sie einen Mehraufwand für das Land von ungefähr 520 Millionen €. In Zeiten der Jahrhundertaufgabe Asyl und Flüchtlinge, für die wir allein im begonnenen Jahr über eine halbe Milliarde € zusätzlich mobilisieren, ist Ihr Vorschlag schlicht verantwortungslos. Auf dem schwierigen Weg zur Einhaltung der grundgesetzlich vorgeschriebenen Schuldenbremse werden wir uns sicher keinen derartigen Bremsklotz unter den Wagen schieben lassen.
Zweitens. Sie verschieben fahrlässig die Tektonik der Zuständigkeiten zwischen Land und Kommunen. Ihr Gesetzentwurf ist eine Absage an kommunale Selbstverwaltung in diesem Bereich, obwohl diese die Aufgabe Kinderbetreuung schon heute gut meistert. Kinderbetreuung in Hessen wird heute zuverlässig, landesweit zuverlässig und in guter Qualität angeboten, durch die dafür zuständigen Kommunen, aber auch mit signifikanter Unterstützung durch das Land. Ganz überwiegend werden maßvolle Elternbeiträge gefordert, in der Regel nach Einkommen und Geschwisterzahl gestaffelt, wie es das Gesetz anregt. Und wo es anders ist, werden die örtlichen Gemeindevertreter ihre Gründe haben. Dabei ist es eine pure Behauptung, dass sozial schwache hessische Eltern aus Kostengründen auf den Kita-Besuch ihres Kindes verzichten oder ihre Berufstätigkeit einstellen müssten. Schauen wir einmal nach Rheinland-Pfalz, das, wie jeder weiß, mit dem Geld aus dem Länderfinanzausgleich kostenlose Kinderbetreuung finanziert. Dort sind die U3-Betreuungsquoten, wenn dies dann der Maßstab sein sollte, nicht signifikant höher als hier. Die Gebührenfreiheit ändert also offenbar nicht viel an der Inanspruchnahme der Kinderbetreuung. Es ist eben nicht primär eine Frage des finanziellen Aufwands, sondern des Elternwillens, den wir grundsätzlich erst einmal respektieren sollten. Drittens. Sie negieren unterschiedliche Bedarfslagen, verzichten auf Anreize und setzen die hessische Trägervielfalt aufs Spiel. Denn Ihr Gesetzentwurf ist nicht qualitätsfördernd, er ist das Gegenteil. Sie werfen mit Geld unterschiedslos auf Träger und Einrichtungen und stellen sich die Frage erst gar nicht, wo welcher Bedarf herrscht und wen man wie zu intensiverer Zuwendung, geschickterer Förderung oder einfach nur engagierterem Umgang mit dem fragilen Gut der Kinderseele animieren könnte. Ein Zugleistern dieser Versäumnisse mit immer nur mehr Geld durch nur noch zwei Pauschalen wird Ihnen dabei nichts nutzen. Glauben Sie wirklich, dass die Qualität der Kinderbetreuung in Hessen vorankommt, wenn Sie alle Steuerungsinstrumente abschaffen, wenn Sie letztlich auch alle Träger und alle Kinder und alle Bedarfslagen über denselben Leisten scheren? Wir glauben das nicht. Viertens. Sie reiten billig auf der Welle Freibier für alle. Gesetzentwürfe wie der Ihrige suggerieren den Bürgern, der Staat könne für alles aufkommen. Kinder seien Gemeinschaftsaufgabe. Erziehung und Bildung ließen sich beliebig outsourcen. Nebenher, nach Ihrem Gesetzentwurf, zahlen die Eltern, die sich vor der Schulpflicht in kleineren oder größeren Anteilen auch selbst um die Erziehung und ja auch Bildung ihrer Kinder kümmern wollen, aus ihren Steuergeldern noch die Betreuung derjenigen Kinder mit, deren Eltern in der kostenfrei gewonnenen Zeit ihren Lebensstandard bis hin zur Altersversorgung sichern. Und bitte kein Missverständnis. Ich fechte hier jederzeit für die Entscheidungsfreiheit von Eltern einer intensiven Berufstätigkeit, auch beide nachzugehen. Darüber soll jede Mutter, jeder Vater, jedes Elternpaar selbst entscheiden. Aber Ihr Gesetz wäre faktisch ein gewaltiges Subventionsprogramm für Gutverdiener, die erheblich zu den großen und notwendigen Investitionen in gute Kinderbetreuung beitragen können und beitragen müssen. Und dies können wir so nicht mittragen. Fünftens. Sie haben ein entmündigendes Verständnis von elterlicher wie kommunaler Verantwortung. Ihr Gesetzentwurf, Sie haben es fast so formuliert, kommt daher als eine Entlastungsmaßnahme. Eltern werden von dem im Schnitt 15% Beitrag zu den tatsächlichen Aufwendungen der öffentlichen Hand für die Kinderbetreuung entlastet. Es sind nur 15%. Kommunen von der Aufgabe, diese kosteneffizient und bedarfsgerecht bereitzustellen. Eine solche Herangehensweise erreicht das Gegenteil von dem, was sie zu wollen vorgibt. Es ist eine unverantwortliche Aufblähung staatlicher Leistungen, eine unangemessene und aus unserer Grundordnung auch nicht ableitbare Relativierung elterlicher Verantwortung, eine Unterminierung des Subsidiaritätsprinzips, das die Vielzahl der sozialen und Fürsorgeaufgaben – und sie sind wirklich wichtig, das sehen wir, wie sie – in unserer Gesellschaft leist und bezahlbar macht. Dies ist nicht verantwortlich. Dagegen nimmt sich die Gleichstellung von Tagespflege und Tageseinrichtungen in Form derselben Förderpauschalen trotz hochgradig verschiedener Betreuungsbedingungen geradezu als läppischer Schnitzer in Ihrem Gesetzentwurf aus. Eine Bemerkung zum Schluss. Ich habe auch gar nicht mehr viel Zeit. Wir machen Politik für hochwertige Kinderbetreuung und elterliche Wahlfreiheit. Mit dem Kinderförderungsgesetz haben wir enorm viel Geld in die Kinderbetreuung gegeben, mit gutem Grund. Und wir haben für hohe Qualität und mehr Gerechtigkeit in der Finanzierung gesorgt. Es sind jährlich über 460 Millionen €.
und das wird zur Betreuung der Flüchtlingskinder nochmals deutlich mehr werden. Gegenüber, ich vergleiche jetzt einmal mit 2006, vor 10 Jahren, nur rund 100 Millionen €. Und das spricht eine wirklich deutliche Sprache. Ich habe es hier ganz oft dargelegt, deshalb nur in Stichworten. Es sind wirklich vernünftige Mindestanforderungen, die wir fördern, mit höheren Grundpauschalen unterlegt. Und es sind gute Qualitätsziele mit guten Instrumenten, wie z.B. dem Bildungserziehungsplan, deren Erreichung wir anreizen. Die Förderlogik des KiföG behandelt alle Kinder gleich und berücksichtigt gleichwohl besondere Förderbedarfe. Alles dies streichen Sie in Ihrem Gesetzentwurf. Wir machen hingegen zielgerichtete Politik für Qualität in der Kinderbetreuung, die wir fortsetzen und noch intensivieren wollen. Schon heute zahlt die öffentliche Hand, also wir alle, rund 85% der Kinderbetreuung aus Steuermitteln. Ich sagte es schon. Staffelungen der gemessen an diesen tatsächlichen Kosten in der Regel geringen Beiträge sind möglich und sind üblich. Hartz-IV-Empfänger, sozial schwache Familien werden von den Gebühren befreit. Der Höchstsatz für Ganztagsbetreuung in Frankfurter Kitas, es mag eine glückliche Situation sein, aber sie ist nicht untypisch, beträgt pro Stunde rund 1 €. Und das dritte Kindergartenjahr, und daran machen wir gar keinen Abstrich, ist in Hessen heute schon bereits gebührenfrei. All dies zeigt, so wie es ist, sind Kinder und Eltern, sind Familien in Hessen in diesem Punkt sehr gut aufgehoben. Liebe Kollegen von der Linkspartei, Sie machen mir immer Freude, wenn Sie ein familienpolitisches Thema hier aufrufen. Dieser Gesetzentwurf aber ist so fern der realen Anforderungen in Hessen, dass ich nur sagen kann, sehen Sie es mir nach, bei den Linken ist die Erde eine Scheibe, und wenn das Schiff in See sticht, bricht der Meeresspiegel. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Abg. Merz. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist zunächst einmal zu begrüßen, dass das Thema Gebührenfreiheit für Kindertagesstätten, für den Besuch von Kindertagesstätten offensichtlich Konjunktur hat. Diese Konjunktur ist ausgelöst worden durch vollkommen richtige Initiativen und Vorstöße meines Partei- und Landesvorsitzenden. Wir werden morgen einen Vorstoß und einen Gesetzentwurf in dieser Angelegenheit früh vorlegen, zu dem ich nichts sagen will. Das ist der einzige der vorgelegten, Gesetzesinitiativen, der keinen Pferdefuß hat. Es gibt zwei weitere, die will ich jetzt in der Reihenfolge der Zahl ihrer Pferdefüße behandeln. Da ist zunächst einmal der von der FW, der hat zwei, der gerade im Moment Gegenstand einer Unterschriftenaktion ist oder eines Volksbegehrensversuchs ist. Der hat zwei Pferdefüße. Die eine besteht darin, dass die dort angesetzte Pauschale für die Erstattung des Landes bei der Freistellung von Kindergartenbeiträgen U3 wie Ü3 gleich ist. Das dürfte für den Bereich U3 deutlich unangemessen sein, weil die Gebührenbelastung von Eltern unerfreulicherweise im Bereich U3 sicher deutlich höher ist, auch im Durchschnitt deutlich höher ist als 1.200 € pro Jahr. Das heißt, an dieser Stelle wird man über die Pauschale sagen müssen, dass sie an der Stelle nicht auskömmlich ist, was die Einnahmeausfälle der Kommunen anginge. Zweitens. Die Kollegen von der FW haben einen Zuwendungsmechanismus, der sozusagen das ins Gegenteil verkehrt, indem sie auch die Zuwendungen für U3, für die U3 Kita-Beiträge nach der Zahl der gemeldeten Kinder in diesem Jahrgang berechnen wollen. Das heißt, für alle Kinder, die in einer Kommune in diesen beiden Jahrgängen gemeldet sind, würden diese 1.200 € erstattet. Wir haben aber im Moment eine Betreuungsquote von landesdurchschnittlich 30% mit einer Streuung zwischen 20 und 36,1 %. Das heißt, hier würde extrem ungleich behandelt von Kommune zu Kommune. Und das kann nun auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Das waren sozusagen zwei sehr praktische Hinweise, zwei Pferdefüße in dem FW. So, jetzt komme ich zu dem von den Kollegen von der LINKEN. Wie gesagt, zur Begründung Gebührenfreiheit wird morgen mein Fraktionsvorsitzender eine Menge sagen. Das spare ich mir. Ich habe 6 Pferdefüße ausgemacht, und das ist selbst für ein Pferd eine ganze Menge. Aber für einen Gesetzentwurf erst recht. Es beginnt damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Sie die Objektförderung, also die Betriebskostenförderung, und die Subjektförderung, die Entlastung von Eltern von Kita-Beiträgen
in ein Förderinstrument zusammenfassen. Das kann man machen, aber es hat eine Reihe von Problemen. Und das eine Problem, das ist der Pferdefuß Nummer 2, ist die Höhe der Pauschale. Mir ist vollkommen unklar, auch nach mehrmaligem Studium Ihres Gesetzentwurfs inklusive der Begründung, mir ist vollkommen unklar geblieben, wie Sie zu der festgesetzten Höhe der Pauschale kommen. Ich will übrigens sagen, was die Bürokratie angeht, nicht die Pauschale ist unser Problem bei der Bürokratie nach dem KiföG, sondern es ist im Wesentlichen die Personalbemessung, die mit ihren vielen Verästelungen von der Fachkraft-Kind-Relation in den unterschiedlichen Konstellationen über die Betreuungsmittelwerte, die das Problematische ist. Die Pauschale ist, die Pauschale ist pauschal, und eine Pauschale, die pauschal ist, ist einfach. Und es wird nicht besser, dritter Pferdefuß. Also die Höhe der Pauschale ist letzten Endes, so sehe ich das, willkürlich hier in die Landschaft gesetzt. Willkürlich in die Landschaft gesetzt, mehr oder weniger. Drittens. Sie haben keine Differenzierung mehr in der Pauschale nach Betreuungszeiten. Das heißt, eine Kommune, die wenig Ganztag anbietet, erhält das Gleiche wie eine Kommune, die viel Ganztag anbietet. Das kann im Ernst nicht das Interesse des Landesgesetzgebers sein. Der Landesgesetzgeber muss sozusagen unterstellt, dass wir eine bedarfsdeckende Betreuungssituation haben wollen, muss er ein Interesse haben, dafür zu sorgen, auch durch finanzielle Anreize oder zumindest durch Vermeidung von Fehlanreizen, dass Ganztagsplätze zusätzlich geschaffen werden bzw. dass wenigstens kein Abbau stattfindet. Deswegen finde ich dieses hier falsch. Und ich habe zu der Frage der Nichtdifferenzierung zwischen U3 und Ü3 schon im Zusammenhang mit dem FW-Antrag etwas gesagt. Ich glaube, da wäre es vielleicht nicht ganz so problematisch, aber Sie müssten dann auch zu einem Zuwendungsmechanismus kommen. Ich finde weiterhin, vierter Punkt problematisch, die Frage der Einbeziehung und damit dann der Auflösung der besonderen Pauschale für die inklusive Betreuung. Ich finde, das ist ein Punkt, wo man nicht so einfach so nonchalant darüber hinweggehen kann. Ich finde, das sollte man sich sehr gründlich überlegen, bevor man ein solches besonderes Förderinstrument für einen besonderen Tatbestand aus der Hand gibt, aber noch keine wirklich inklusive Betreuungslandschaft hat. Das einfach jetzt hier so in die Landschaft zu setzen, im Zusammenhang mit einer Pauschale, die auch aus anderen Gründen problematisch ist, macht die Sache meines Erachtens nicht einfacher. Fünfter Punkt. Sie wollen den § 32c streichen, und Sie glauben, damit hätten Sie die gesetzlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Teilnahmebeiträge nicht mehr erhoben werden. Das ist aber nach meiner Lesart falsch. Denn § 32c regelt nur, unter welchen Voraussetzungen, dass die Kommunen, die eine Erstattung von ausfallenden Teilnahmebeiträgen in Anspruch nehmen wollen, natürlich auch keine erheben dürfen. Wenn Sie ihn ersatzlos streichen, und es regelt die Art und Weise, wie das gemacht wird, wenn Sie ihn ersatzlos streichen können, und das können Sie meines Erachtens auch nicht, dann haben Sie immer noch keiner Kommune verboten, trotzdem Teilnahmebeiträge zu erheben. Und meines Erachtens können Sie einer Kommune auch gesetzlich nicht verbieten, Teilnahmebeiträge zu erheben, wenn Sie es nicht anders regeln. Und das kann im Grunde nur eine Regelung mehr oder weniger in Analogie zu der gegenwärtigen haben. Letzter Punkt. In der Tat, Sie haben das Füllhorn Ihrer Gnade ausgeschüttet, 520 Millionen. Ich habe mein anderer Wort, das ist ein Wort wie Donnerhall. Ein Wort wie Donnerhall. Aber die Antwort auf die Frage, wo diese 520 Millionen denn wirklich realistischerweise herkommen, ist entweder gar nicht gegeben oder so leise geflüstert, dass ich sie in diesem Donnerhall nicht gehört habe. Mal sehen, was die Anhörung bringt. Sie haben festgestellt, dass meine Skepsis bei mehrmaliger intensiver Beschäftigung mit dem Vorschlag nicht gerade kleiner geworden ist. Aber ich lasse mich auch eines Besseren belehren. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Abg. Rock, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren!
dass die Grünen sich hier, Entschuldigung, dass die Linken sich hier über Steuererhöhungen und so etwas beschweren, hat mich ja doch ein bisschen überrascht. Da sind sie doch meistens ganz vorne dran. Und die Grunderwerbsteuer müsste doch, die Grundsteuer müsste doch Ihr Lieblingsinstrument sein. Das ist ja eine verkappte Vermögensteuer. Da müssten Sie doch jubeln, an der Stelle, wenn die erhöht wird. Das nehmen Sie jetzt als Grundsatzargument dafür für die Kostenfreiheit. Ich glaube, dass die Kostenfreiheit nicht darüber erklärt werden muss, wie die Kostenverteilung momentan in den Kommunen ist, sondern es ist eine grundsätzliche Frage. Wir haben drei Eckpunkte in der Betreuungspolitik. Das eine ist die Verfügbarkeit von Plätzen, das zweite ist natürlich die Qualität und das dritte ist die Kostenfreiheit. Ich denke, man kann die gesamte Debatte nicht führen, ohne alle drei Aspekte im Auge zu haben. Ich möchte noch einmal mit einer Sache aufräumen. Das werde ich morgen versuchen, auch noch einmal hier Ihnen nahezubringen. Mich ärgert das Argument, das bei Ihnen auch in der Begründung wieder zu lesen ist, ganz enorm, dass das Betreuen der Kinder eine Belastung für die Kommunen ist und damit für den Staat und die Gesellschaft. Das Argument kommt hier auch wieder zum Tragen. Wenn Sie ehrlich rechnen und wenn Sie sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, wissen Sie ganz genau, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf einen großen Gewinner hat. Und das ist der Fiskus in Deutschland. Die gewinnen. Der Staat gewinnt, wenn beide arbeiten. Und es sind nicht die, die Bittsteller beim Staat sein müssen, die beide arbeiten gehen. Weil wenn nicht die Verteilung der Steuereinnahmen, der Einkommensteuer so wäre, dass die Kommunen nur einen kleinen Prozentsatz der Einkommensteuer behalten dürften und nicht alles andere an Land und Bund gehen würde, würden sich diese Kinderbetreuung für die Kommune sogar noch rechnen. Das ist die Realität. Und darum bitte bei den Diskussionen und bei den Diskussionen über Kinderbetreuung das Argument im Hinterkopf behalten, weil es wird immer wieder so ein Stück weit als Vorwurf benutzt gegen die Menschen, die Betreuung in Anspruch nehmen. Ihr beutet ja ein Stück weit den Staat aus. Wir müssen für eure Kinder bezahlen. Das ist falsch. Dadurch, dass beide in der Familie arbeiten gehen, verdient der Staat Geld. Und das ist die Wahrheit. Und die dürfen wir nicht verschweigen, wenn wir über dieses Thema reden. Und das war mir noch einmal wichtig, im Grundsatz das auch immer wieder klarzumachen, weil ich glaube, dass das auch die Elternteile und die Familien, die das stemmen, aber auch die alleinerziehenden Männer oder Frauen, die diese Einrichtung in Anspruch nehmen, haben verdient, dass man das auch würdigt. Und der zweite Aspekt ist natürlich, wir wissen alle, es gab zwar katastrophale Rentenbeschlüsse bei der letzten Bundesregierung, aber wir wissen alle, dass es in der Zukunft so sein wird, dass Familien gemeinsam die Rente verdient haben müssen, weil man vielleicht im Alter von einer Rente nicht mehr so gut leben kann. Darum müssen beide auch arbeiten, um ihr Altersauskommen in irgendeiner Weise bestreiten zu können. Auch das grundsätzlich sollte man im Auge behalten. Zu Ihrem Gesetzentwurf konkret. Ich muss sagen, also so radikal Mindeststandards, die wir festgesetzt haben, einfach zu streichen, und die Steuerung von Mindeststandards aus der Hand zu geben. Und wenn ich mir die Argumentation von Ihnen oft zur Frage von Standards habe anhören müssen, macht mich also schier fassungslos. Also ich weiß gar nicht, wie Sie, Frau Schott, mit der Argumentation, mit der Sie die letzten Jahre auch zum KiföG argumentiert haben, jetzt sagen können, dass Sie einen Halbtagsplatz genauso fördern wollen wie einen Ganztagsplatz, dass Ihnen egal ist, wie lange die Kommune einen Betreuungsplatz vorhält oder nicht. Das ist ja ein Rückschritt in eine Zeit, die kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, was Sie hier vorschlagen. Also unglaublich. Und ich halte es auch für wichtig, dass wir über das Thema Kinderbetreuung auch in dieser Legislaturperiode diskutieren. Ich glaube, es ist auch notwendig, dass es hier eine Initiative auch wieder gibt in dieser Legislaturperiode. Aber ich denke, die Basis für die Debatte ist morgen besser gesetzt als auf diesem Gesetzentwurf. Dem werden wir nicht zustimmen können, weil er einfach wirklich auf wichtige Mindeststandards verzichtet, dass er ein Rückschritt in der Sicherung der Qualität der Kinderbetreuung in Hessen wäre, trotz eines Geschenkes von 520 Millionen € an die Kommune. Das ist alles unausgegoren, ist mit heißer Feder gestrickt und vielleicht dem Kommunalwahlkampf geschuldet. Aber es ist keine Verbesserung für die Betreuungslandschaft im Land Hessen. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Abg. Bocklet für die Fraktion BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Frau Kollegin Wiesmann hat vieles richtig angedeutet und abgearbeitet. Kinderbetreuung in Hessen findet in der Tat eine Menge von täglichen Problemen vor. Vor allem die Eltern, die einen Betreuungsplatz suchen, suchen vielerorts noch, und Eltern suchen eine hohe Qualität an Kinderbetreuung. Also ist doch die Frage, in welchen Prioritäten man eine Kinderbetreuungspolitik umsetzt. Und da bedarf es klarer Linien. Und ich bin mir auch sehr froh und dankbar, dass wir da gemeinsam mit der CDU an einem Strang ziehen, wenn wir sagen, wir haben eine Fülle von Flächen in der Kinderbetreuung, die wir quantitativ noch ausbauen müssen. Wir wollen bei der U3 Kinderbetreuung kontinuierlich ausbauen. Wir wollen bei den Ganztagesplätzen, bei den Kindergärten weiter die Plätze erhöhen, die Anzahl erhöhen. Wir wollen in die Grundschulkinderbetreuung in den Ausbau setzen. Das heißt, wir haben eine ganze Menge an quantitativen Ausbau noch zu erledigen. Und ich glaube, wir machen kein Geheimnis daraus, dass das teuer ist. Zweitens. Wir wissen auch um die Probleme, die angesprochen wurden, ist es durch die Umstellung in dem KiföG wird es im ländlichen Raum Probleme geben? Ist die Gruppengröße ideal? Müssen wir noch Freistellungen machen für Führungspersonal? Andere Fragen werden gerade diskutiert, und gemeinsam im runden Tisch KiföG, den wir einberufen haben, die Landesregierung einberufen hat, haben wir eine Evaluation in Auftrag gegeben. Die ist am Laufen, und die wird Ergebnisse bringen zu der Frage, müssen wir noch in der Qualität der Kinderbetreuung nachsteuern. Und ich glaube, wenn es sich dann ergibt, dass man nachsteuern muss, machen wir auch kein Geheimnis daraus, dann wird das sicherlich auch nicht zum Nulltarif zu haben sein. So, und wenn man seriös Politik macht und weiß, welche Stellschraube was kostet, und damals hat der Herr Grüttner ja damals nur gesagt, was es ausmachen würde, wenn man die Freistellung für Führungskräfte ausbauen würde, da ging es gleich um Beträge um 80 Millionen €, wenn man nur kleine qualitative Nachsteuerung machen würde, die Gruppengrößen verändern würde. Dann reden wir also in der Frage von der Qualität in der Kinderbetreuung auch um potenziell hohe Kosten. Und wir haben uns das Ziel in Hessen gesetzt, Quantität und Qualität Schritt für Schritt weiter auszubauen. Wir haben der frühkindlichen Bildung einen Schwerpunkt gesetzt. Und da wird die Landesregierung und die tragenden Fraktionen CDU und GRÜNEN Schritt für Schritt kontinuierlich daran arbeiten. Und das kostet Geld, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann ist es in der Tat auch eine Frage von Seriosität, in welchen finanzpolitischen Prioritäten man arbeitet. Und die Kollegen von der LINKEN waren da ja deutlich ehrlicher. Die haben die Endausbaustufe schon einmal berechnet mit 520 Millionen €. Wir kamen auf rund 600 Millionen €. Man muss ja nur die Betreuungsplätze multiplizieren mit den Elternbeiträgen. Da hat das Hessische Statistische Landesamt und der Landesrechnungshof ja Beiträge geliefert. Die muss man miteinander multiplizieren. Nach unserer Rechnung kämen wir auf 600 Millionen €. Und die Frage ist in der Tat, ist das größte Problem der Eltern, jetzt in dieser Stunde tatsächlich Kindergärten kostenfrei zu haben? Oder ist es nicht eher ein Problem, dass sie überhaupt einen Platz finden und dass sie die gute Qualität vorfinden? Und wenn die LINKE jetzt von links ruft, Herr Kollege Schaus und Frau Schott, sie sagen, es ist unter Umständen ein Problem, dass sozial schwache Menschen sich das nicht leisten können, dann müssen sie aber zur Wahrheit beitragen, wenn sie sagen, Menschen mit geringem Einkommen haben die wirtschaftliche Jugendhilfe und einkommensschwache Einkommen haben die Möglichkeit, auch Zuschüsse zu bekommen. Und das ist auch in der Tat so. Wir haben bis zu 25-30% sozial Schwache bekommen, die Kindergartengebühren erstattet. Deswegen ist es keine Frage der Chancengleichheit, weil es nämlich diese Kosten übernommen bekommt. Niemand, der arm ist, kann, muss sein Kind zu Hause lassen. Das gehört auch zur Wahrheit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nein, Sie bauen da einen Popanz auf. Wer arm ist, bekommt es erstattet. Und dann gibt es viele Kommunen, die zu Recht sagen, wir haben eine Staffelung nach den Einkommen der Eltern. Und auch das ist sozial ausgewogen. Es gibt keine Gründe dafür zu sagen, aus finanziellen Gründen behalte ich mein Kind zu Hause. Und die Zahlen sprechen doch eine eindeutige Zahl. Und Sie sagen auch noch die Frage Migrationskinder. Sind viele Familien mit Migrationshintergrund, lassen die ihre Kinder zu Hause? Wir haben doch gerade vom 28. Januar Wiesbaden der Kurier, 94% aller Migrantenkinder sind in Kindergärten. 94%. Also, und auch 93% der deutschen Kinder, der Bio-Deutschen in Anführungszeichen, sind in Kindergärten. Die Frage ist also, wir haben doch eine extrem hohe Betreuungsquote.
Also erstens mal stimmt die These nicht, dass Massen an Eltern zu Hause bleiben. Das stimmt überhaupt nicht. Es geht um einen sehr, sehr kleinen Teil. Und die Begründung, dass sie es aus wirtschaftlicher Notlage nicht hinschicken, ist durch nichts zu halten. Entweder gehen sie in Sozialhilfe oder durch eine Staffelung angehalten hinzugehen. Also, was bleibt? Wie kann man sich finanzpolitisch verantwortlich zu der Frage verhalten? Quantität, Qualität oder machen wir jetzt schon tatsächlich Gebührenfreiheit? Und wer um die Summen weiß, über die wir reden, dann finde ich es, und man muss es so sagen, geradezu finanzpolitisch unverantwortlich. Und ich sage das auch der LINKEN noch einmal ganz deutlich. Sie verweigern die Realität dauerhaft. Sie predigen zwar, dass man auf Bundesebene Steuern erhöhen möge, Vermögenssteuern, vieles andere mehr. Teile davon haben wir als Bundesgrüne auch gefordert an Steuerpolitik. Aber ich bitte Sie auch, zur Kenntnis zu nehmen, dass diese Bundesregierung, die wir haben, sie hat diese Steuergesetze nicht geändert. Wir haben nur diese Steuereinnahmen, die wir haben. Und zur verantwortlichen Finanzpolitik gehört, dass man dann auch mit seinen Haushaltsmitteln verantwortlich umgeht. Und da gilt die Priorität Quantität, Qualität. Und dann gibt es erst das Freibier am Ende des Tages. Nein, summiert man Ihre Haushaltsanträge, dann wird das um ein Vielfaches selbst die Steuerforderungen der LINKEN überfordern. Sie reden von Wohnungspolitik, Sozialbudget, Beamtengehälter, Schulen und vieles andere mehr. Das sind Milliardenbeiträge. Und jetzt kommt noch über eine halbe Milliarde on top für die gebührenfreien Kindergärten. Das ist doch alles nicht wirklich seriös bezahlbar. Das wissen Sie auch. Es geht um, wie ich finde, einen Linkspopulismus kurz vor der Kommunalwahl. Jetzt noch einmal zu punkten. Ich finde das fahrlässig. Ich sage es auch ganz ehrlich, weil Sie auch Erwartungen und Hoffnungen wecken, die Sie wirklich, auch wenn Sie 51% im Landtag hätten, die könnten Sie nicht erfüllen. So fördern Sie auch Politikverdrossenheit. Das ist unseriös und mit uns nicht zu machen. Ich danke Ihnen. Zu einer Kurzintervention erteile ich das Wort Herrn Kollegen Merz. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich wollte mich eigentlich nicht mehr hier in die Debatte einmischen, aber das war jetzt doch ein bisschen arg vollmundig, lieber Kollege Bocklet, was Sie hier gesagt haben zu der Frage, ob es eine Begründung oder sogar eine Notwendigkeit gibt, Eltern von den Kindertagesstättenbeiträgen zu entlasten. Selbstverständlich gibt es die. Selbstverständlich gibt es die. Es gibt erstens eine logische Begründung, nämlich die, dass wenn wir Bildungseinrichtungen, wenn wir Kindertagesstätten als Bildungseinrichtungen betrachten, wer täte das nicht? Das haben wir alle rauf und runter gebetet, bei jeder sich bietenden Gelegenheit und zu jeder Tages- und Nachtzeit. Dann wird die Frage erlaubt sein, warum der Schulbesuch kostenlos ist. Na ja, in gewissen Grenzen, und der Besuch einer Kindertagesstätte als Bildungseinrichtung auch unter anderen organisatorischen und institutionellen Vorgaben kostenpflichtig. Die Frage wird erlaubt sein. Zweitens. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit. Warum ist das dritte Kindergartenjahr beitragsfrei, weitgehend beitragsfrei, und das zweite und das erste nicht? Warum ist drittens die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Hessen in dieser Frage nicht gewährleistet, weil wir extrem unterschiedliche. Und deswegen nutzt doch die Durchschnittszahl von 15% überhaupt nichts. Dafür kann sich überhaupt keiner etwas kaufen, wenn in der einen Gegend schon der Halbtagsplatz Kita Ü350 kostet und woanders ein U3-Betreuungsplatz bis zu 800. Dann kann ich mir für den Durchschnittswert überhaupt nichts mehr kaufen. Und es ist doch evident. Es ist doch evident, dass wir dann hier auch ein soziales und ein finanzielles Problem haben. Zweiter Punkt. Sie haben hier gesagt, es gäbe überhaupt kein Problem für Eltern mit niedrigem Einkommen, weil das ja über die wirtschaftliche Jugendhilfe geregelt wird. Ich weiß nicht, ob Sie die Praxis der wirtschaftlichen Jugendhilfen in diesem Land kennen. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Versuchen Sie einmal, als Mensch mit einem nicht allzu üppigen, aber über den SGB-II-Grenzen liegenden Einkommen über die wirtschaftliche Jugendhilfe ihren Beitrag zurückzuerstattet bekommen. Und suchen Sie einmal die Kommunen, die eigenständige Staffelbeiträge haben. Die haben nämlich bei Weitem nicht alle. Herr Bocklet, zur Erwiderung. Herr Kollege Merz, die Prioritätensetzung Quantität und Qualität vor Kita
Gebührenfreiheit heißt nicht, dass ich die grundsätzlich, dass wir Grüne grundsätzlich davon Abstand nehmen, dass Bildung am Ende des Tages auch tatsächlich auch gebührenfrei sein muss. Das bleibt im Übrigen, das unterstelle ich der CDU und der FDP genauso, dass wir sagen, Bildung muss am Ende des Tages auch gebührenfrei sein. Nur wenn wir eine Ist-Situation haben, die uns noch weit davon, anders als bei Schulen, wo wir flächendeckend Schulen haben, wo wir jedem Kind einen Schulplatz bieten können, rund um die Uhr, wenn es sein muss, so, dann ist doch die Frage, ob wir das bei den Kindergärten auch schon haben oder bei den U3-Betreuung. Und da sind wir noch nicht so weit. Das ist der Unterschied. Und wir sind noch nicht so weit, wenn ich Ihre Rede höre zum KiföG, die ungefähr 5 Stunden lang aus dem Stand halten können, wie die Qualität zu verbessern ist. Dann müssen Sie sich doch einmal selbst fragen, welche Prioritäten setzen Sie eigentlich. Es ist doch unseriös, alles gleichzeitig zu versprechen. Und das ist Ihr Problem. Das ist doch nicht die grundsätzliche Frage. Wer hat denn schon etwas gegen Freibier, wenn das einer ausruft? Da kann doch keiner etwas dagegen haben. Ist die Frage nur, ist es seriös? Ist es seriös, angesichts der drängenden Probleme? Haben Eltern nicht andere Probleme? Gerade wie ich vorgeführt habe, dass die Armen es erstattet bekommen und dass es wir als GRÜNE fordern, dass es mindestens in jeder Kommune auch eine Staffelung gibt. Wenn es denn dem so wäre, gibt es eigentlich, wie Frau Wiesmann sagt, ist das ein Mittelstandsförderprogramm. Deswegen ist es nicht unsere Priorität in dieser Stunde. Wir müssen darauf achten, dass wir Qualität und Quantität verbessern und nicht jetzt mal eben kurz vor der Wahl einen raushauen, weil es so schön klingt. Das ist Das Wort hat Herr Sozialminister Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Kollege Merz hat seine Ausführungen begonnen mit dem Punkt der Gebührenfreiheit in Kindertagesstätten oder Kindergärten. Der Kinderbetreuung habe Konjunktur. Das stimmt so. Es sind ja nun 3 im politischen Wettbewerb befindliche Parteien bzw. Gruppierungen, die das jetzt zum Thema gemacht haben. In der Tat scheint es deswegen Konjunktur zu haben, weil man auf der Suche gewesen ist nach einem Thema, das im Hinblick auf den 6. März möglicherweise dann eine entsprechende Rolle spielen kann. Ich bin allerdings der festen Überzeugung, dass das nicht verfängt. Weil die Fragestellung, wenn ich über die Fragen von Gebührenfreiheit spreche, schon eine differenzierter Betrachtung bedarf. Ich muss an der Stelle jetzt nicht wiederholen, was meine Vorredner auf die Gesetzeseinbringung von Frau Schott gesagt haben. Weil egal, ob es jetzt 6 Pferdefüße, ob es 5 Punkte oder etwas anderes gewesen ist, im Ergebnis war immer eines vollkommen klar. Der vorgelegte Gesetzentwurf taugt nichts. Er taugt schlicht und einfach nicht und ist deswegen auch in einer Regierungsanhörung wahrscheinlich nicht zu machen. Da kann ich noch so fein an dieser Stelle das umschreiben. Aber ich habe an keiner Stelle gehört, dass irgendjemand gesagt hat, dass das ein Beitrag wäre für die Fragestellung von Betreuungsgerechtigkeit, für die Frage von einem Ausbau und vielen anderen mehr in unserem Land. Das will ich sagen. An der Stelle, und das werden wir morgen auch noch einmal in der Debatte intensiver wahrscheinlich tun, dass die Fragestellungen, dass mit diesem Gesetzentwurf jegliche Frage einer inhaltlichen Ausgestaltung in der Kinderbetreuung auch nach Qualitätskriterien abgeschafft wird, dass keinerlei Rücksichten mehr auf Betreuungssituationen genommen wird, dass es zu einer Entmündigung von Eltern, von Kommunen, von kirchlichen Trägern führt, all das spricht aus diesem Gesetzentwurf heraus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen brauche ich jetzt an der Stelle auch gar nicht mehr so weit, das auszuführen. Aber der eben geführte Disput zwischen den Kollegen Merz und Bocklet will ich dann doch noch einmal zum Anlass nehmen, 2 Sätze dazu zu sagen, in der Hoffnung, dass das jetzt nicht unbedingt die Diskussion verlängert. Die Diskussion über die Frage, warum Schule als Bildungseinrichtung frei, warum Kindertagesstätte als Bildungseinrichtung gebührenbehaftet, ist eine Diskussion, die wir führen können, führen müssen möglicherweise auch, aber auch immer mit der Unterscheidung, dass wir auf der einen Seite eine gesetzlich normierte Schulpflicht haben, aus der sich Eltern nicht entziehen können, und aber keine Kindertagesstättenpflicht. Und mit mir an einer verantwortlichen Position wird es auch nie eine Kindertagesstättenpflicht geben. Deswegen muss man an der Stelle, weil das wäre nämlich die Entmündigung der Eltern als solche, wobei ich für die Schule, also da haben wir einen Unterschied an dieser Stelle. Das Zweite ist,
Das finde ich dann auch spannend, aber das ist so ein Argument, das man sich vielleicht auch für morgen dann aufheben könnte, ist, wenn Sie mit Recht sagen, was nützen die 15%, die Kollege Bocklet ins Feld geführt haben, wenn man über die Fragestellung sagt, dass es an der einen Stelle einen Halbtageskindergartenplatz für 150 € gibt und an der anderen Stelle, so waren Ihre Worte, einen U3-Platz für 800 € im Monat. Ja, aber mit dem vorgelegten Gesetzentwurf, den wir morgen auch von der SPD zu beraten haben, werden wir das Thema der U3-Plätze nicht an dieser Stelle angehen, sondern das wird eine andere Frage sein. Und wenn man von dem Beginn einer Kindertagesstätte, also vom U3-Beginn, wenn wir sagen, wir haben, und die Zahlen sind natürlich schon toll, die wir in Hessen vorzuweisen haben, was den auch quantitativen Ausbau anbelangt, auch differenziert in Regionen, da müssen wir auch noch weiter daran arbeiten, dass wir das voranbringen. Aber ich muss an dieser Stelle dann mal einen Blick in die Länder werfen, die eine Gebührenfreiheit haben. Da ist die Betreuungsquote derjenigen, die im U3-Bereich sind, nicht anders als die in Hessen. Und keiner kann mir erklären, dass ich im U3-Bereich ein Kind in eine Kindertagesstätte gebe und weil nicht vorhandener Beitragsfreiheit es im ersten Kindergartenjahr rausnehme und warte, bis es beitragsfrei ist und es wieder reingebe. Das wird es wahrscheinlich bei keinem Elternteil geben. Und insofern werden die Angleichungen der Betreuungsquoten über den U3-Bereich sich in Dauer auch noch entsprechend fortsetzen. Und ein letztes. Das finde ich ja, das finde ich ja schön. Also, die reden dauernd von den 520 Millionen. Alle meine Vorredner haben das genommen, um die Seriosität oder Nichtseriosität des linken Gesetzentwurfs darzustellen. Ich habe mir einmal die Mühe gemacht, auf der Grundlage der Stichtagszahlen, die Sie alle haben, 1.3.2015 mal zu schauen, was das bedeuten würde. Also, am 1.3.2015 hatten wir 192.000 Kindertagesstättenplätze in Hessen, die belegt gewesen sind. Das sind die Ü3. Und wir hatten 48.000 Plätze U3 in Hessen belegt, zu dem Zeitpunkt, als das gewesen ist. Das macht zusammen eine Mehrbelastung. Alleine, wenn wir das nehmen würden, was die Grünen, was die Linken an dieser Stelle wollen, von über 800 Millionen Euro. An diesem Punkt, und dabei sind immer noch nicht, die Hortplätze mit berücksichtigt. Nur damit man sieht, wie solide gerechnet und dargestellt solche Gesetzentwürfe sind. Es ist letztendlich ja auch egal, ob 500 Millionen oder 800 Millionen. Für so einen Quatsch ist jeder Euro zu viel. Meine Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die erste Lesung vollzogen, und wir überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Sozialpolitischen Ausschuss. Dem widerspricht keiner, ist so beschlossen. Wir haben uns verabredet, wie ich höre, dass wir jetzt enden mit unserer Tagesordnung, sodass ich die Sitzung schließe mit der Mitteilung: A. Es ist in zwei Veranstaltungen im Hause, einmal in der Cafeteria bzw. im Restaurant mit dem Ingenieursverband und dann noch beim HR. Und B, mit dem Hinweis, dass wir morgen früh um 9 Uhr uns pünktlich treffen. Schönen Abend.